Jo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mal mit einem Special Guest und zwar der Victoria Säuner von Angry Wife Comic. Hallo. Jetzt habe ich von dir auch schon längere Zeit nichts mehr gehört. Was hast du so im letzten Jahr getrieben und wie kam es zu dieser Figur, die du da neu erschaffen hast? Also, ich habe im letzten halben Jahr angefangen zu malen und mir eine Figur ausgedacht, eine Comicfigur, die immer wieder zurückkehrt auf meine Bilder. Ich habe daraus eine Marke gemacht in diesem Jahr und dann eine Ausstellung gemacht. Und die heißt Angry Wife? Angry Wife. Okay. Ate the Moon. Also die Marke heißt Angry Wife Ate the Moon. Okay. Wenn wir da gerade dabei sind, nicht so viele Menschen essen Monde. Wie kommt es dazu und wie schafft sie das, diesen Mond zu essen? Ja, dann zeige ich mal gleich auf dieses Bild. Das ist mein erstes Bild, auch sozusagen das Zentralbild. Angry Wife ist eine traurige, wütende Braut und sie ist so wütend, sie weiß gar nicht, worauf sie wütend ist. Sie sucht nach etwas, auch was sie braucht, und sie kann es nicht beschreiben. Sie, aus Verzweiflung frisst sie den Mund auf. Und irgendwie hat es ja auch was damit zu tun, zu überleben. Genau, indem sie, genau, es gibt eine Geschichte dazu, indem sie den Mund auf isst, überlebt sie. Und so wird sie zu einer Comic-Heldin. Genau. Okay. Soll ich die Geschichte noch kurz grob erzählen, warum du in einem Brautkleid sitzt? Warum ich in einem Brautkleid? Ich habe kein Brautkleid. Natürlich habe ich das jetzt angesprochen. Ist easy, wir können das, ich schneide das raus. Wenn wir jetzt gerade bei Comics sind und ich habe da gerade gesehen, da sitzt eine Blume auf ihrem Kopf. Ja, also die Blume ist genauso wie der Mond ein Symbol. Ich wollte damit zeigen, dass sie überlebt und etwas Neues entsteht aus ihrem Kopf. Also, genau. Ja. Und sie sicher auch, vielleicht auch eine Entwicklung. Genau. Ja, ja, weil jedes Mal kommt eine neue Knospe. Ja. Genau. Dann, genau, wir waren ja am Freitag, letzten Freitag in der Nordkurve, wo du deine erste Ausstellung mit den ganzen Bildern hattest. Da gab es das erste Mal eine Vorstellung von Chris, seinem neuen Album, das er extra für die Ausstellung vorbereitet hatte. Und es war wahnsinnig viel los, es waren super, super viele Leute da, die ich auch sonst aus der digitalen Welt kenne, weil die mit auf Instagram oder YouTube sind, wie zum Beispiel Beda Kauglau, Chris hat ja gespielt, Önder kam vorbei mit seiner 360-Grad-Kamera und dann kam auch noch irgendwie die ganze Community, die Victoria so mitgebracht hat. Und ja, was ist so dein Resümee von dem Abend und den Leuten, die gekommen sind? Also ich fand es sehr cool, dass ich diese Leute kennenlernen durfte, weil wenn Instagram nicht gewesen wäre, dann hätte ich sie gar nicht kennengelernt. Und durch Instagram ist ein interdisziplinäres Team entstanden. Also der Chris hat gesungen, du hast Videos gemacht, die Sonja Kreis mit Kanten auf Instagram hat Fotos gemacht, einfach aus Köln hergereist. Das war krass, das habe ich richtig, richtig krass gefunden. Ja, und die Lani Make-up Artist auf Instagram hat ein Live-Performance mit mir gemacht und mich als Angry Wife umgestylt. Genau, und das ist einfach ein ganzes Team. Durch Instagram. Ich fand es wunderschön. Victoria, du hast ja heute noch ein anderes Bild mitgebracht. Ja. Und zwar hier ist Angry Wife, sie isst den Mond auf. Und dann stirbt sie erstmal kurz. Indem sie den Mond auf isst, bekommt sie ein neues Leben. Mhm. Und sie wird die Prinzessin des Mondes. Und dann macht sie solche Dinge hier. Ihr Auftrag ist, ab dem Zeitpunkt, wo sie als Prinzessin geboren ist, den Sexismus zu zerstören und auch den Hass. Und da seht ihr sie in ihrer Mission gerade, Barbie-Puppen. I have to clean, I have to cook, I have to get married. Das sind also die Klischees oder Erwartungen, die man kleinen Mädchen vorgaukelt. Mhm. Ja. Mhm. Und hier seht ihr Angry Wife in ihrer Mission. Sie köpft eine Barbie-Puppe ab und sie bedankt sich sogar dafür. Genau, und es kommen dann noch mehr solche Bilder, wo sie in Action ist. Also das heißt, so für mich, wenn ich das richtig verstehe, sie geht also los und emanzipiert sozusagen die Frauen. Und gibt ihnen ein bisschen mal, sagt ihnen mal, wo es eigentlich dann geht. Gibt ihnen Pfeffer. Okay. Genau. Waren ja recht viele. Wie viel hast du insgesamt ausgestellt? Mehr als 30, glaube ich. Sehr, sehr cool. Dann gab es unter anderem noch den einen Fotografen, der uns besucht hat und von dir einen Artikel in der Zeitung geschrieben hat. Auch noch eine ganze Seite in der Zeitung.
Ich hoffe, die geht noch. Warte, ich muss das erstmal. Ja. Also ihr seht, ein riesengroßer Beitrag, alles mit Angry Wife, mit den verschiedenen Bildern hier. Hier ist der Bela auch hier mit auf dem Bild zu sehen. Hier seht ihr die anderen Bilder. Er hat sich getraut, die Unterwäsche anzufassen. Hammer. Und die Sonja ist noch da. Und hier ist der Bela auch, Sonja. Nice. Ja. Oh, da bin ich ja auch. Naja, dein Stirn. Nice. Meine Stirn ist auch dabei. Ich fand auch die Zeichnung fand ich total cool. Also die hat mir richtig, richtig gut die gefallen. Die Lani, die Make-up-Artistin. Genau. Also hier seht ihr, wie das Ganze danach aussah. Und hier hat man nochmal das Schaufenster von der Nordkurve. Freut mich zu hören, was du da auf die Beine gestellt hast. Mhm. Bin gespannt, was da noch rauskommen wird. Und es gibt ja bereits das erste Projekt, was wir geplant haben, bei der wir eine lebensechte große Angry Wife Puppe machen wollen. Wir werden losgehen und in nächster Zeit mehr von dem Müll, den wir sammeln, dann aufheben und daraus versuchen, die einzelnen Körperteile zu basteln. Bin schon gespannt, was du da noch für Ideen mit reinbringst. Du wirst es danach wahrscheinlich auch noch wirklich kunstvoll bemalen, kann ich mir vorstellen. Ja, ich überlege jetzt schon, weil sie hat ja diese Merkmale. Das Auge, die Zähne auch. Mhm. Vielleicht kriegt man da sogar zu irgendwas, was man findet auf der Straße. Genau, ne? Ich überlege jetzt schon, wie könnte man wirklich schon gezielt so sammeln? Ja. Zum Beispiel Zigarettenstummel für die Zähne, so habe ich gedacht. Perfekt. Und ich überlege mir das schon ein bisschen. Ja. Genau, es ist mega spannend und wir wollten auch die Leute in Nürnberg motivieren, den Müll mitzusammeln und auch bei dem Zusammenstellen der Puppe mithelfen. Das wäre ein richtig cooles gemeinsames Projekt. Genau. Ja. Victoria hat das gestern schon in der Instagram-Story losgetreten. Wir haben das schon ein bisschen rumerzählt. Und falls ihr irgendwie Lust habt, bei dem Projekt mitzumachen, weil ihr oder ihr habt gesagt, ihr habt irgendwie Ideen, was man mit der Puppe genau machen könnte oder wie man die Puppe gestalten könnte, lasst uns unten in den Kommentaren was zurück. Eure Ideen und ob ihr mitmachen wollt. Beziehungsweise, wenn ihr schon unterwegs seid beim Sammeln, hebt die Sachen auf, von denen ihr denkt, wir könnten sie für die Puppe gebrauchen. Victoria, ich freue mich vielmals für das Gespräch, für den Abend und die neuen Erfahrungen. Und ich hätte gesagt, wir machen uns jetzt noch ein klein wenig auf den Weg zum Chris und hören uns mal an, wie das Ganze für ihn nach der Vorstellung war, denn er hat ja sein allererstes Album released und das ist ja auch was ganz, ganz Besonderes.